Beim Klettern nutzen wir häufig Bandschlingen zur Selbstsicherung am Standplatz. Da diese statisch sind, können bei falscher Anwendung schnell fatale Probleme auftreten. Das wollen wir uns heute genauer anschauen. Willkommen bei der Edelried Knowledge Base. Hier haben wir in unserer Testanlage das Hängen in der Selbstsicherung nachgebaut. Das hier unten ist die Sturzmasse, die den Kletterer darstellt. Das hier oben ist der Fixpunkt. Und dazwischen ist die Selbstsicherungsschlinge, mit der sich der Kletterer im Abseilstand einhängt. Jetzt hängt unser Kletterer in der gespannten Selbstsicherungsschlinge und nutzt sie als statisches Haltesystem. Dafür ist sie gedacht und alles ist okay. Steigt der Kletterer aber nach oben, ist die Selbstsicherungsschlinge nicht mehr gespannt. Und wenn er dann stürzt, kommt es zu einem dynamischen Lasteintrag auf die Schlinge. Also die Selbstsicherung versagt schon bei relativ niedrigen Sturzhöhen. Der schwächste Punkt ist die Verbindung zwischen Schlinge und Anseilring. Entweder die Schlinge reißt im Knoten oder sie durchtrennt den Anseilring. In dieser Grafik sind die Sturzhöhen, bei denen es zum Versagen kommt, für die verschiedenen Materialien dargestellt. Man sieht, bei Dyneema und Aramid kommt es schneller zum Versagen wie bei Polyamid. Generell ist ein Sturz in die Selbstsicherungsschlinge immer problematisch und muss unbedingt verhindert werden. Und wenn man den Stand übersteigen will, kann man entweder mit einem dynamischen Seil sichern oder eine Selbstsicherungsschlinge mit Bandfalldämpfer, wie beispielsweise die Edelried Absorberschlingen, verwenden.